Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Mount & Blade 2 Bannerlord. Wir sind bei Umbrella und das südliche Imperium hat uns die Stadt nochmal geklaut. Das ist aber nicht verkehrt, denn jetzt haben wir die Möglichkeit, hier alle gefangen zu nehmen. Und wir haben Blinen gebaut und lassen die jetzt mal feuern, damit die ganzen Katapulte von denen hier zerstört werden. Wir haben schon einige Gefangene bei uns, aber noch sind das nicht genug. So, wir wollen deren Katapulte zerstören, deren Verteidigungsanlagen, damit wir dann angreifen können. So, ein Katapult noch. Wunderbar. Dann gehen wir mal zu dem Angriff über. Wir haben Belagerungstürme, wir haben Rambock. Wir haben alles, was wir brauchen. Automatische Aufstellung. Und los. Wir hätten noch warten können, dass die Mauern natürlich eingerissen werden. Aber ich denke, das reicht auch so, wenn wir jetzt hier die Blinen noch bei uns haben auf unserer Seite. Ich weiß nicht, ob wir hier gut stehen. Treffen wir schon mal nicht. Das ist kein guter Ort. Wir platzieren uns hier. Oh, wo war der uns denn getroffen? Wieder stark angeschlagen. Müssen wir jetzt richtig aufpassen. Au. Schon mal raufhauen ein bisschen. Ja, ich glaube, der Rambock kommt an. Von wo? Hier vielleicht aus den Rillen. Aber wir sind fast tot, Leute. Wir helfen nochmal mit. Jetzt aber.
Ich hoffe, dass sie von oben keine Steine werfen. Jetzt schön von oben auf das Tor rauf. Okay, und lassen die anderen ein bisschen vorgehen. Immer nicht mehr so viel Gesundheit leider. In Acht nehmen. Und trotzdem ganz gerne ein bisschen raufhauen. Sehr schön. Wir sind durchgebrochen. Können ein paar Pfeile gebrauchen. So in engen Räumen zu kämpfen ist nicht immer so optimal. Wir bleiben oft in Ecken hängen hier mit der Axt. Ja, das war's für uns. Schade. Aber ein paar Leute konnten wir ausschalten. Ja, ihr könnt auch ruhig schießen. Macht nichts. Der nächste Sturm auf die Stadt. Mal lieber nach draußen. Ja, sie fliehen. Das ist ein gutes Zeichen. Aber ihr seht schon, das meiste sind Bauern hier von dem Imperium. Keine schlagkräftige Truppe mehr. 95 Tote, aber 443 auf deren Seite. Das war eine wichtige Schlacht. Ja, meinetwegen. Geht mal rein da. Gefangen genommen. So, wir wählen direkt die Gefangenen aus, verkaufen die Truppen und holen uns die Leute wieder. Schaut mal, wie viele wir schon haben jetzt. So, und was wir auch noch direkt machen ist Festung, Verlies, Gefangene verwalten. Schaut mal, wie hier noch alles drin ist. Das darf man immer nicht vergessen. Eigentlich können wir die uns alle mal gerade nehmen und direkt verkaufen. Da machen wir eine ganze Menge Gold mit. Und die bleiben erstmal alle bei uns hier. Guck mal, wie viele das sind. Eigentlich müssten wir die alle mal hinrichten. Aber wer weiß, wie viele neue dann wiederkommen. So, 50.000. Gaunerei 114 haben wir gerade mal. Wir können einen Fokuspunkt und eine Fertigkeit erhöhen. Schwierig. Also Bogen nutzen wir doch recht häufig. Und weil wir in allem anderen schon ziemlich viel haben, würde ich hier in Intelligenz einfach nochmal was reinstecken. Einfach nur, damit wir es haben. Handel treiben, Maultiere, Streitrisser. Guck mal, die Steppenjäger, die sind recht günstig. Dann haben wir davon erstmal genug. Die haben noch so viel Geld. Da brauchen wir jetzt ein bisschen was. Aber ich glaube, so viele brauchen wir nicht. Was gibt es denn hier noch? Ein großer Dreieckschild.
Irgendwas anderes noch? Stallrundschild. Ich glaube, die sind auch gar nicht schlecht. 520. 540. Die sind ein bisschen günstiger. Davon können wir uns mal eins mitnehmen und das bewahren wir dann auf. Kann er hier dann haben? Ach, das ist genauso gut. Deins ist auch so gut. Okay, dann bewahren wir uns das halt auf. So, Zusammenhalt. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir können die Armee auflösen. Dann können die hier vielleicht nochmal Jagd auf kleine Truppen machen. Saluk hat eine Armee ausgehoben. Das nehmen wir ab. Nordhus der Stille wurde gefangen genommen. Das ist sehr schade. Umbrella. Tovir soll's bekommen, okay. Meinetwegen. Wir müssen jetzt wieder ein bisschen auf den Einfluss achten, dass wir da uns ein bisschen was ansammeln. Sie geben halt immer noch nicht auf. Kriegsfortschritt mit dem südlichen Imperium. Ich weiß nicht, ob wir auf 100 kommen müssen oder auf minus 100. Das ist die Frage. Können ja Danivan auch mal losschicken. Vielleicht erstmal alleine. Kann man gucken, dass er sich was anheuert hier in der Umgebung. Mich freuen, wenn die wieder angreifen, die Stadt. Die nehmen auch unsere Leute gefangen hier, wie man sieht. Da haben wir noch mal drei Gefangene, sehr gut. Komm, die nehmen wir jetzt alle mit. Nehmt sie alle gefangen. Ja, kriegen wir den? Ungefähr gleich schnell. Noch ein paar Verwundete dabei. Hier, wie frech, ne? Greifen sogar unsere Dörfer an. Den kriegen wir nicht. Burg Teppes. Roshivol. Den kriegen wir noch. Komm schon, komm schon. Komm schon. Ja, jetzt haben wir ihn. Die Bauern, die können wir mitnehmen. Ein paar Gefangene.
Ja, Landia, natürlich. Jetzt auch noch. Da müssen wir dann leider was gegen tun. Es tut uns natürlich leid, aber geht jetzt nicht anders. Wir sind gerade hier beschäftigt, mit den Kuhzeit vor allen Dingen auch. Die haben ja nicht mehr viel. Den Rest würde ich ganz gerne noch einnehmen. Dann sind die nämlich auch keine Bedrohung mehr. Da ist noch einer. Ihr könnt schon mal alle zu uns kommen. Tja, das ist aussichtslos. Die sammeln sich jetzt hier so ein bisschen. Nein, wir wollen kein Lösegeld annehmen. Die bleiben alle schön bei uns. Ja, die Trupps sind leider so klein, dass wir da nichts hinbekommen. Also wir können sie einfach nicht jagen. Da sind wir zu langsam für. Das war ein Sehen. Ja, Legionäre nehmen wir gerne mit. Was ist hier passiert? Danivian. Kohlebeißer. Ist ein Vogt besser geworden? Mattis wird ein bisschen günstiger dann. Ja, gehen wir rüber und machen damit. Können ja eh nichts anderes machen gerade. Die werden wir nicht mehr fangen können. Ortongard ist übernommen. Wer soll sie bekommen? Ja, meinetwegen. Der gute Tovia. Die Aserei könnten jetzt mal Krieg anfangen. Hier auf der Ecke könnten wir gut was ausrichten, denke ich. Aha, guck mal. Die haben schon wieder eine Armee gegründet. Wir die doch mal verfolgen. Wollt ihr die Burg gerade angreifen? Nee. Ah, sie werden angegriffen. Die holen wir uns. That's close enough. Perfekt. Perfekt, Leute. So, da entsenden wir die Truppen. Dann haben wir wieder Is that you? ein paar mehr. Am I free? Okay, da müssen wir ein bisschen genauer gucken.
Sehr schön. Das war wichtig. Gehen wir mal nach Ortongard und dann verkaufen wir dort die Gefangenen. Mal gucken, wie viele Gefangene wir insgesamt haben. Also Truppen. Geht schon nah an die 100 ran. 84. Okay, und hier unten sind noch welche. 88 Leute, wow. Die bleiben alle mal schön hier. Wie viele haben wir? Maultiere 48 brauchen wir noch. Dann sind wir so wieder bei 100. Ja, das war's dann mit denen. Viel mehr haben sie nicht mehr. Ich glaube, die beiden Burgen noch. Können auch mal nachschauen. Ja, das sind nur noch die beiden Burgen. Und dann sind sie schon fast vernichtet. Wahnsinn. Ja, hier keucht gerade alles rum. Azarai, Batania, wir auch noch. Die belagern die Burg jetzt. Und wir haben immer noch nicht gewonnen. Was müssen wir noch tun? Das ist jetzt wieder auf minus 90. Oder zwingt sie zu einem Friedensabkommen. Wie sollen wir das machen? Wer ist denn überhaupt Herrscher vom südlichen Imperium? Das ist gerade Eutropius. In der Nähe von Ransam wurde er gesehen. Eutropius. Wir haben ihn wahrscheinlich nicht bei uns, oder? Können wir mal schauen. Dass wir uns mit dem mal unterhalten. Wir haben viele, aber ihn nicht. Doch, Eutropius, da ist er. Schnacken wir doch mal mit dem. Unless you have something worthwhile to say, go pour your poison in someone else's ear. Eva, wenn ihr nichts Wichtiges zu sagen habt, geht und versprüht euer Gift in die Ohren eines anderen. Es gibt da etwas, das ich euch mit euch besprechen möchte. Unsere Reiche sollten Frieden schließen. Ich habe keine Befugnis im Namen des südlichen Imperiums Frieden zu schließen. Unser Rat sollte entscheiden, ob er einen Frieden anbietet und wie die Bedingungen lauten. So sei es. Okay, wir können es nicht machen. Erst freilassen werden wir ihn auch nicht. Ich weiß nicht, was wir da machen sollen. Außer weitere Truppen gefangen nehmen und ja, diese vielleicht mal hinrichten. Aber wir haben ja gesehen, dass unsere Clans das auch nicht so toll finden. Ich kann mir es nicht anders erklären, warum wir so verrufen waren bei uns. Hier sind auch noch ganz viele kleine Truppen der Kuzites. Geplündert.
Da wäre noch einer. Aber wie gesagt, die kriegen wir halt einfach nicht. Die sind zu schnell für uns. Aserei und Vlandia, die letzten verbliebenen Großmächte. Na, den können wir noch kriegen vielleicht. Wir den weiter durch die Wälder verfolgen. Nö. Tägliche Goldveränderung, was ist da denn los? Heiratsantrag für Helga. Jetzt können wir ihn kriegen. Wälder sind groß. Ja, das sieht gut aus. Yours is not a fable. Auch ihr seid gefangen. Na, guck mal, die reiben auch immer mal kleine Truppen von uns auf hier. Achso, nee, dann wollen wir das nicht. Danivan wurde gefangen genommen. Dann schicken wir Nordhaus los. Neuen Trupp gründen. Ja, vielleicht. Genau, vielleicht suchst du dir da erstmal ein, zwei Truppen. Das ist eine gute Idee. Ah, da ist eine Armee. Mal sehen, wo die hinwollen. Die würde ich ja mal gerne verfolgen gerade. Da. Natürlich auch wieder schnell unterwegs. Notus der Stille wurde schon gefangen genommen, glaube ich. Nee, noch nicht. Ja, ja doch, jetzt. Wurde aber direkt wieder freigelassen. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig, als die irgendwie in die Enge zu treiben. That's close enough. Oh, war nur die eine, schade. Kriegserklärung an die Vlandianer. Ja. Markebs Rebellen haben uns jetzt erstmal den Krieg erklärt. Deswegen warten wir dann vielleicht nochmal mit der Kriegserklärung an die Vlandianer.
Aber ja, ich wäre auch dafür. Wir wollen ja nicht so viel Tribut an die zahlen. Das soll schnell wieder aufhören. So, die drei Rekruten noch. Dann sind wir auch schon wieder voll. Dann Nustica. Ja, ist immer ein bisschen umständlich jetzt. Aber bleibt nicht aus. Wir können sie versuchen, alle hinzurichten, aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Vielleicht machen wir uns schon mal auf den Weg Richtung Heimat. Okay, jetzt müssen wir. Da sind noch welche dagegen. Dann stimmen wir auch erstmal dagegen. Bis wir vielleicht wieder so ein bisschen mehr in der Nähe sind. Das würde ich eher begrüßen. Gut, Leute, wir sind am Ende der Folge angelangt. Mich würde es freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da. Wenn sie euch gefallen hat, dann würde ich mich auch sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal.